Idee, Plan, Action. Der Smarter Podcast. Herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Smarter Podcast Idee, Plan, Action. Unter dem Titel Fail Forward erzählen uns Startup-Gründerinnen und Gründer von ihren grössten Fails und was sie daraus gelernt haben und wie sie trotz dieser Rückschläge weitergemacht haben und so schlussendlich erfolgreich geworden sind. Als Gast begrüßen wir heute Michel Matt, Founder von MyCamper. Die Idee für MyCamper hat Michel 2014 wo er mit seiner Freundin im VW-Bus die Sommerferien in Sardinien verbracht hat. Bei gemeinsamen Gesprächen hat er realisiert, dass ihr Charlie viel zu oft ungenutzt in der Garage rumsteht. Und mit der Sharing-Plattform MyCamper hat er das ändern wollen. Mittlerweile ist aus dieser Ferienidee ein sehr erfolgreiches Startup geworden. Michel, herzlich willkommen beim Smartup Podcast. Wir freuen uns, dich heute hier zu haben. Danke vielmals für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch. Michel, seit Corona ist Camping so beliebt wie noch nie. Viele haben das Outdoor-Fieber gepackt und die Nachfrage nach Camper ist stark angestiegen. Da habt ihr mit MyCamper sozusagen einen Volltreffer gelandet. Aber ich bin mir sicher, dass ihr nicht von Anfang an einfach so durchgestartet seid und dass es auf eurem Weg schon auch ein paar Hindernisse gegeben hat. Erzähl uns doch mal von deinem grössten Fail von der bisherigen Startup-Karriere. Ja, da hast du ganz recht. Also wir haben einige Fails gehabt, kleinere und grössere, auf dieser Reise bis jetzt. Und eine, wenn ich jetzt so zurückschaue, wo ich als eine von der grösseren würde anschauen, ist die lange Bootstrapping-Phase, die wir gemacht haben. Also wir sind die ersten 3 Jahre lang selbstfinanziert unterwegs gewesen. Und in dem Sinn halt sehr limitiert vom Kapital her, wo wir können investieren. Und wenn man unser Geschäftsmodell anschaut, dann ist das nicht gerade die beste Art und Weise, das Wachstum vorwärts zu pushen. Weil das Wachstum kriegt man meistens, also schnelles Wachstum kriegt man halt einfacher an, wenn man ein gewisses Kapital und Ressourcen zur Verfügung hat. Und eben, wir haben in dem Sinne eine Sharing-Plattform aufgebaut, einen zweiseitigen Marktplatz, wo man Mieter und Mieterinnen, wie auch Vermieter und Vermieterinnen hat. Und die muss man in dem Sinne ausbalanciert aufbauen und möglichst rasch aufbauen, weil unser Geschäftsmodell funktioniert so, dass wir pro Buchung, die abgeschlossen wird, die sind irgendwo zwischen 1'000 und etwa 1'400 Franken im Durchschnitt. Und dort davon haben wir einen Prozentwert davon, also ein paar hundert Franken, die wir pro Buchung verdienen. Und eben, durch das merkt man, da muss man einige Buchungen können umsetzen, dass man schon nur einmal ein paar Löhne kann zahlen. Und von dem her, rückblickend, ist das, glaube ich, nicht gerade die cleverste Entscheidung war, 3 Jahre zuzuwarten, bis wir die erste Finanzierungsrunde gemacht haben. Warum haben wir da so lange gezögert, in eine Finanzierungsrunde zu gehen? Aber jetzt ist es mega einfach zu sagen, hey, hätte ich doch das irgendwie oder hätten wir das schneller gemacht. Ich glaube aber, ich habe wie die Zeit gebraucht, um mich auf das einzulassen. Es ist auch ein Stück wie das Game oder es verändert schon die Art und Weise, wie man seine eigene Firma führt, wie man es vorwärts treibt. Und ich habe ein Stück weit auch recht Respekt gehabt, die Verantwortung zu übernehmen, dass ich mit fremdem Geld in dem Sinn mein Startup aufbaue. Bin da immer sehr, glaube ich, recht verantwortungsbewusst und möchte nicht, dass ich zum Beispiel jetzt ihr Geld in den Sand setze oder so. Und ich glaube, dort habe ich recht so einfach eine gewisse Zeit gebraucht, um mich mit dem anfreunden, Investoren mit an Bord zu holen und dass das der richtige Weg ist für uns. Und wo ihr es denn gemacht habt, also wo ihr denn die erste Finanzierung gesucht habt, wie sind ihr denn dort vorgegangen? Genau, also bevor wir das gemacht haben, hätte eigentlich wir müssen auch der Entscheid gefällt werden, machen wir es 100% oder machen wir es eben so Bootstrapping-mäßig und fast ein bisschen hobbymässig on the side, wenn wir das die ersten 3 Jahre gemacht haben. Dort haben wir alle noch einen Job nebendran gehabt, wo wir in dem Sinne auch Geld verdient haben, für unseren Lebensunterhalt bestritten. Und wo wir dann gefunden haben, also im Sommer 17 ist das gesehen, wo wir gesagt haben, hey, das ist ein zu grosser Stretch, also wir werden irgendwie nicht mehr gerecht, unseren MyCamper-Kunden und Kundinnen nicht mehr, aber auch unsere Familie und Freunde und sonst noch unserem Job.
Und dann haben wir gesagt, entweder stoppen wir das oder wir machen es Vollzeit. Und dort ist dann der Entscheid gefallen, dass wir zu dritt Vollzeit einsteigen. Und wo wir das gemacht haben, ist eigentlich schon wie klar gewesen, wir können es nur machen, wenn wir eine Finanzierungsrunde machen. Und wie wir dort vorgegangen sind, ist natürlich wie nennst du das, der Outreach zu Bekannten, wo man denkt, die könnten allenfalls Interesse haben. Business Angel Clubs haben wir angeschrieben, zum Teil über Startup Founders, die ein Stückchen weiter gewesen sind als wir, dass wir die angefragt haben um Unterstützung oder ob sie uns noch könnten vermitteln. Wir sind auch noch gerade im Mentoring-Ship drinnen gesehen, in der Zeit von sehr erfolgreichen zwei Gründern, die jetzt auch einen Fonds gegründet haben in Zürich, die in Startups investieren. Und die haben natürlich ein mega gutes Netzwerk gehabt und haben uns dort extrem können helfen und die Intros zu machen zu potenziellen Investoren, was mega geholfen hat. Hat von außen Input gebraucht, wo euch zu dem Schritt geführt hat, hey, man muss jetzt einfach in eine Finanzierungsrunde gehen? Oder ist es wirklich ein Prozess gewesen? Also, haben euch anders gefragt? Haben euch Leute gesehen, hey, ich muss es jetzt entweder richtig machen, das muss es sein lassen? Nein, es ist wirklich mehr von uns selber gekommen, dass wir haben in dem Sinn so ein Nattel, haben wir, so ein Handy haben wir zusammen geteilt, das MyCamper-Handy, und das hat irgendwie immer wieder mal jemand gehabt. Und wenn wir dann einfach gesehen haben, hey, den Tag, du hast irgendwie etwa 10 Leute angerufen und wir haben das zu oben wieder müssen abarbeiten oder am Wochenende genau das Gleiche. Mit der Zeit haben wir einfach gemerkt, hey, das ist irgendwie nicht mehr handelbar mit dem Ansatz, wie wir das gefahren haben. Und dass wir dann eigentlich selber das entschieden haben, dass wir gesagt haben, hey, entweder müssen wir das jetzt richtig machen und wir machen es Vollzeit oder so macht es auch einfach dann keinen Spaß mehr. Also mit der Zeit hat es dann auch ein bisschen auf, ja, den Spaß genommen an der ganzen Sache, weil man ist überall nur noch am Hadern und am Feuer löschen, und dann ist es irgendwie nicht mehr so cool. Und im Nachhinein Leute gesagt, hey, das hätten wir schon viel früher machen müssen. Haben wir auch eigentlich nicht gehört, aber ich Ja. würde es jetzt so einschätzen. Also ich hätte, so wenn ich jetzt nochmal ein Startup würde gründen, ich würde glaube nicht von null auf gerade in eine Finanzierungsrunde, also sprich einfach nur mit einer Idee und dann gerade Leute ansprechen, sondern ich glaube, ich würde den ersten Teil trotzdem immer noch selber finanzieren und wenigstens ein Testing machen, dass man gewisse Daten kann aufzeigen kann, dass ein gewisser Bedarf auch da ist, dass auch ein paar Fakten kann zeigen, also Daten, aber auch so Unit Economics, wo potenzielle Investoren auch gern sehen. Und ich glaube, dann ist es deutlich einfacher zum Geld raisen, als wenn man einfach nur mit einer Idee rausgeht. Ja, ich glaube, es kann viele Gründerinnen und Gründer nachvollziehen. Also der Respekt am Anfang von dem fremdfinanziert sein, vielleicht auch ein bisschen fremdgesteuert sein. Vielleicht auch in einer Zeit, wo man noch gerne nicht selber so genau weiß, ja, funktioniert es denn überhaupt? So wie ihr das gemacht habt, es hat euch natürlich auch Gelegenheit gegeben, so ein bisschen in die Start-up-Welt reinzukommen, oder? Du siehst, es ist nachher deutlich einfacher gsi, weil er wahrscheinlich auch gewusst haben, wie es läuft in dieser Welt, oder? Das stimmt ein Stück weit. Also eben, es ist so ein bisschen ein Soft-Start. Man startet und macht es und man weiß. Also es ist ja in dem Sinn auch ein risikoarmerer Ansatz. Also ich glaube, das ist für mich auch noch ein wesentlicher Punkt gewesen, dass ich wäre nicht bereit gewesen, bin, jetzt all mein Spaß in das zu investieren und nicht im Wissen, dass es zu fliegen zu kommt, also dass es erfolgreich wird. Und so habe ich eine Art immer noch meinen Job auf der Seite gehabt, wo ich mein Einkommen hatte. Und auf der anderen Seite habe ich wie ein zweites Standbein mehr können aufbauen. Und Not ist Not gesehen, hey, es könnte funktionieren oder es könnte nicht funktionieren. Also ist von dem her sicher der risikoarmere Ansatz. Und warum ein Stück weit also ich glaube, wir sind sicher in die Startup-Welt davon eintauchen in diesen 3 Jahren. Aber was man nie so richtig gemacht hat, ist eben so ein bisschen mit Investoren schon anfangen reden. Hat wahrscheinlich auch Sinn gemacht, bereits eben von Anfang an, sei es in so
Pitching-Sessions reinzugehen oder auf potenzielle Investorenkonferenzen. So Sachen haben wir dort eigentlich noch viel zu wenig gemacht. Aber eben, weil ich dort auch noch nicht gewusst habe, ob wir das wirklich werden brauchen in Zukunft. Ich habe das Gefühl, es ist schon ein bisschen eine Frage von der Persönlichkeit. Bist du vielleicht ein Stück weit vorsichtiger wie andere? Ich glaube, definitiv. Ich glaube, das spiegelt sich immer in der Firma, wie die Gründer ticken. Auch wie du nachher vorgehst. Also sei es, dass man gerade irgendwie ab Tag 1 expandiert oder ob man zuerst sagt, hey, man macht einmal und dann macht man richtig und dann geht man wieder einen Schritt weiter. Ich glaube, das spiegelt sich alles auch in der Strategie und in der Vision wieder von der Firma, wie man selber tickt. Und heute würdest du aber, und das hast du vorher schon angetönt, schon ein bisschen sagen, es wäre besser gewesen, fake it till you make it. Also von Anfang an drei und dann klappt es dann schon. Hey, aber es ist so einfach. Jetzt Im aus Nachhinein, gell, der, ist es genau, aus einfach. der, genau. Es ist und eben, es ist ja oft auch so mit Gefühl verbunden, wo man hat. Schafft man das? Glaubt man daran? Und so weiter und so fort. Und dazu mal hat es sich einfach so angefühlt, dass ich es so möchte machen. Auch eben mit dem Risiko. Mit dem Risiko, und ich finde, das ist vertretbar, das einzugehen, aber nicht mehr. Und darum, ich kann jetzt gut sagen, ich würde es jetzt heute anders machen. Ich glaube, wenn ich heute ein anderes Startup würde gründen, würde ich es anders machen. Aber es hängt natürlich auch dort vom Geschäftsmodell ab. Ich würde vielleicht sogar auch versuchen, eins einmal wirklich ohne Fremdkapital aufzubauen, aber das hängt natürlich sehr vom Geschäftsmodell ab, wenn das geht. Und wenn es nicht geht, dann würde ich definitiv früher noch jetzt Fremdkapital reinnehmen. Hast du das Gefühl, es ist auch ein bisschen so ein Schweizer Thema, die Vorsicht und vielleicht auch ein bisschen die Angst vor dem Scheitern? Ja, beziehungsweise ich würde es sogar grösser fassen, es ist ein bisschen eine europäische Geschichte, wenn man es mit den USA vergleicht. Also wir sind jetzt auch oft im Austausch mit europäischen Player, die im ähnlichen Bereich oder sogar im gleichen Bereich unterwegs sind wie wir. Und gewisse sind dort ein bisschen aggressiver unterwegs gewesen, gewisse ein bisschen vorsichtiger. Aber ich glaube, so der richtige Ami-Ansatz hat jetzt keiner wirklich gefahren. Also ich glaube, es ist so ein bisschen auch tendenziell ein bisschen eine europäische Geschichte. Auch eben so das Scheitern eher noch als negativ anschauen, als Learning und als auch ein Prozess auf dem Weg zum Erfolg. Ich glaube, das wird noch viel zu wenig in Europa so angeschaut. Welcher Rat würdest du anderen Gründerinnen und Gründern im Umgang mit diesen Rückschlägen geben? Also es muss jetzt nicht einmal unbedingt im Zusammenhang mit der Finanzierungsthematik sein, aber wie geht man, ich meine, es sind auch die kleinen Rückschläge, wo man wahrscheinlich jeden Tag hat. Was hilft dir da? Hey, es sind, glaube ich, immer so ein bisschen die gleichen Schlagwörter. Durchhaltevermögen, also ich glaube, das ist echt mega wichtig, wenn man so etwas möchte aufbauen möchte, weil es gibt überall gibt's Rückschläge, Hürden. Zum Teil sieht man auch die Lösung nicht über Tage oder sogar Wochen, was mega frustrierend kann sein. Und dort in dem Sinn durchzuhalten und auch ein Stück weit zu vertrauen, es kommt gut. Ich muss jetzt vielleicht auch heute oder morgen gar noch nicht die Lösung wissen. Im Vertrauen zu sein, dass das vielleicht sogar das Problem sich selber wieder löst. Ich glaube, das sind alles mega wesentliche Punkte. Dort nützt natürlich auch ein Team extrem viel, weil man hat die Downs und die Ups nicht immer gerade gleichzeitig und dann kann man einander auch mega motivieren, wenn der eine vielleicht momentan nicht so motiviert ist. Ja, und ich glaube, ein Stück weit auch den Ausgleich noch zu haben. Also, eben, ein Startup kann einem extrem einnehmen, dass von der physischen Präsenz, also sprich, dass man viel schafft vom Workload, aber nicht nur von dem, sondern auch so ein bisschen vom mentalen Absorbieren. Also, ich bin oft halt auch gedanklich am Oben, am Wochenende und in den Ferien noch am Grübeln gesehen, wie man gewisse Optionen, Problemstellungen und so weiter könnte lösen. Und ich glaube, dort ist es mega wichtig, dass man einfach über die Jahre, wenn man das möchte aufbauen, dass man einen guten Ausgleich hat und dass man das für sich kann einordnen und auch mal kann abstellen kann. Also, dass es eben nicht das ganze Leben einnimmt. Vielleicht letzte Frage, wo geht die Reise mit MyCamper hin?
Ja, die geht weiter. Also wir sind jetzt eigentlich recht stark an unsere Nordics-Länder, wo wir drin sind, am Pushen. Da glauben wir noch an ein großes Potenzial von diesen 4 Ländern. Da sind wir immer noch relativ klein. Und da sind wir sicher am Gas geben, auch beim Produkt, wenn wir noch gewisse Weiterentwicklungen vornehmen und sicher auch noch weitere Länder dann angehen. Bleibt also spannend. Michel, herzlichen Dank für das Gespräch und dass du ja, auch die Hürden mit uns geteilt hast. Ich bin sicher, dass deine Learnings für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehr inspirierend sind. Sehr gern, vielen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, uns zuzuhören. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Schreibt doch einen Kommentar, wir freuen uns über jedes Feedback. Und in der nächsten Folge wird uns eine Gründerin oder ein Gründer von seinem grössten Fail erzählen. Wenn ihr wissen wollt, wer das sein wird, abonnieren doch unseren Podcast. Wir freuen uns jetzt schon, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder bei Idee, Plan, Action mit dabei seid. Unser Podcast Idee, Plan, Action gibt's monatlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Weitere Infos finden ihr auf unseren Social-Media-Kanälen und auf www.hslu.ch/smartup.